analog zu digital. Wie gelingt die Archivierung digitaler Sammlungen? Auch digitale Objekte und Speichermedien werden im Deutschen Buch- und Schriftmuseum archiviert. In Zukunft werden diese immer zahlreicher. Die größte Herausforderung besteht darin, sie nicht lediglich aufzubewahren, sondern sie NutzerInnen und BesucherInnen zugänglich, das heißt lesbar und nachnutzbar zu machen. Über die Jahre erreichen das Museum immer mehr elektronische Artefakte. Ob in den Nachlässen von KünstlerInnen oder aus den Datenbeständen von WissenschaftlerInnen. Die Speichermedien sind vielfältig: USB-Sticks, Laptops, Floppy-Disks oder Laufwerke. Als revolutionäres Speichermedium der Menschheit gilt unbestreitbar das Buch. Die Erfindung des Buchdruckes mit beweglichen Lettern ermöglicht eine ungeheure Verbreitung an Gedankengut und Informationen. Und doch steht das Buch den Möglichkeiten der digitalen Welt in vielem nach. Der Menge an Informationen, Geschwindigkeit ihrer Übertragung, globale Verbreitungswege. Das Museum steht mit dem Überlass digitaler Schriftzeugnisse in der Verantwortung, die Daten von ihren vergänglichen Speicherorten zu lösen und der Nachwelt zu erhalten. Welche Probleme und Fragestellungen ein ausgelaufener Akku der frühen Mac-Generation mit sich bringt und welche Lösungen derzeit erarbeitet werden, erfährt man hier, im Deutschen Buch- und Schriftmuseum. Diese und andere Reportagen zur Herkunft der Museumssammlung finden sich in der Publikation Tiefenbohrung – eine andere Provenienzgeschichte.